Das ist einfach daran, dass die Endläufe zur OEM Formel 4 WM auf dem Langen See stattfinden. Wer weiß. Im Rennleiterturm nicht dafür, auf alles andere. Uwe Brettschneider aus Berlin bereitet sein Boot auf den Restart des gestrigen Formel 4 Weltmeisterschaftslaufes vor, genauso wie Uwe Schwarig aus Königs Wusterhausen. Das ist der Favorit und sein Boot, Juho Matti Manninen, Führender der WM. Es ist der Restart für das erste Rennen, das gestern wegen eines Unfalles abgebrochen wurde. Heute sind noch 7 Runden nachzuholen, damit die 25 geplanten erreicht werden. Start und Kalle Wiipo, der zweite von gestern, bleibt quasi liegen und muss hinterherfahren. Juho Matti Manninen nimmt das Geschenk gerne an und bläst vorne weg. Etwas Kritik an dieser Formel 4 Weltmeisterschaft. Guckt man auf das Teilnehmerfeld, so findet man nur Starter aus Europa. Das gibt's woanders auch. WM klingt einfach besser als EM. Wenn man dann aber noch tiefer schaut, findet man nur 3 Fahrer von 22 Gewerteten, die alle 6 Läufe an 3 Veranstaltungsorten gefahren sind. Das ist schon eine ziemlich kleine Welt, sozusagen ein Mikrokosmos. Ob so etwas den Namen Weltmeisterschaft verdient, kann jeder für sich selbst überlegen. Das Reglement ist jedenfalls wenig zuschauerfreundlich. Ja, und dann fahren die Gruppen ihr freies Training. Dann gibt es ein Zeittraining, Q1. Und da fahren die beiden Gruppen wieder ihr freies, also das Zeittraining. Und dann qualifizieren sich die ersten 15. Und der 16. Platz, der wird dann nochmal ein Q2, wo dann nochmal die 15 Besten aus der Zeit nochmal fahren können. Und da kann sich auch noch ein bisschen was verändern. Nur der 16. darf nicht mitfahren. Alles verstanden. Der Nachteil dieser Qualifikationsläufe ist, dass sie nicht als Rennen gefahren werden, sondern die Fahrer einzeln nacheinander auf die Strecke geschickt werden. Der Zuschauer sieht also eine Perlenkette von Booten und kann sich jetzt überlegen, wer wie schnell fährt. Es wird nur die schnellste Rundenzeit gerechnet. Der Zuschauer sieht 20 Runden dabei zu und grübelt oder geht essen. Jetzt ein bisschen verändert, weil da 2 Leute schlechten Sprit hatten. Insgesamt läuft es für mich sehr schlecht. Hab mir mehr aus, da vorne gleich mitzufahren, aber im Mittelfeld habe ich schon gerechnet. Aber gut, jetzt fahre ich hinten. Wenn man im Vergleich zum letzten Jahr, ich habe nicht viel verändert am Boot. Die Quali und was sonst noch sind gefahren. Der letzte WM-Lauf wird gestartet. Kalle Wiipo will sich davon machen, aber Manninen hält nichts davon. Nach Kurve 1 ist der Versuch bereits gescheitert. Es ist nicht nur ein WM-Lauf, sondern auch ein Hauptlauf zu den ADAC Motorboot Masters. An diesem Wochenende werden nur die beiden Hauptläufe gefahren, die üblichen Sprintrennen bleiben auf der Strecke. Die Masters-Teilnehmer sind in den WM-Lauf integriert, die Masters-Wertung wird extra ausgewiesen. In WM-Lauf 1 war Maximilian Stills ein sehr guter Fünfter und damit gleichzeitig Erster bei den Masters. In Wende 2 hat es gekracht, Hector Sanz López ist schon draußen, ihm ist nichts passiert. Aber das Boot muss jetzt von der Strecke und so ähnlich der Formel 1, bis die Strecke wieder freigegeben wird. Zurück zu den ADAC Masters. Christian Groß war Zweiter und Patrick Gewiese Dritter in Lauf 1. Uwe Brettschneider wurde Fünfter, Uwe Schwarig Sechster. Die Strecke ist wieder freigegeben. Vorne Manninen, dann Wiipo, dann eine Dreiergruppe, aus der Giacomo Sacchi am besten herauskommt. In der Masters-Unterwertung liegt Patrick Wiese knapp vor Uwe Schwarig, Attila Horvath auf 4, Maximilian Stills nur auf Platz 5. Uwe Brettschneider liegt auf Platz 6, aber im WM-Lauf auf Platz 10. Er hat 2 WM-Teilnehmer überholt. Vorne hat sich an der Führung nichts geändert. Brettschneider verteidigt seinen 10. Platz gegen den Dänen Tratz und Nikita Leach, auch langjähriger ADAC-Masters-Fahrer, zurzeit in der WM auf Platz 2. Im hinteren Mittelfeld wird um die Plätze 7 bis 12 noch reichlich gefightet. An den ersten 4 Plätzen
Wird sich wohl nichts ändern. Nach Joachim Halvorsen als Vierter klafft eine 10-Sekunden-Lücke. Wieser und Schwarik kämpfen um Platz 5 und 6. Vorne Manninen wie ein Uhrwerk, in jedem Rennen vorher auch die schnellste Runde. Die Helfer wissen das schon, dass sich nicht mehr viel ändern wird. Die Zielflagge wird geschwenkt. Juhu, Martin Manninen hat gewonnen und ist UEM Formel 4 Weltmeister 2016. Uwe Brettschneider hat noch den guten 10. Platz eingefahren. Wo haben die nur immer die Fahnen her? Klasse Leistung von Manninen, 5 von 6 WM-Läufen gewonnen. Kalle Fipo wird Lauf 2. und belegt Platz 3 in der WM. Maximilian Stills verteidigt seine Führung bei den Masters vor Patrick Wiese. Uwe Schwarik und Christian Groß zeigten gute Leistungen. Der Platz war das, glaube ich. 10. Platz, ja. Und es gibt einen WM-Punkt, oder? Ein oder weiß ich nicht, ist jetzt da. Und Fipo.